Mal gucken, dass ich so ein bisschen was weggerendert kriege. Sehr gut. So. Jetzt auf Phoenix, hallo. Phoenix richtig. Phoenix richtig reit. Oh, das sieht diesmal. Das sieht diesmal wesentlich besser aus. Zumal ich aus irgendeinem Grund hier die ganzen Landstriche schon mitnehmen kann. Ja, gleich haben wir schon Kilometer. Ganz viele Wolken, sehr gut. Wolken gut. Wolken schmecken gut. Ja, diesmal ist das ein fetter Pinguin da hinten. Ich habe den fetten Pinguin eingesammelt. Sehr gut. So, die Himmelsstadt abgelehnt. Bauvertrag abgelaufen. Ja, doch, das war ein ziemlich unaufhaltsamer Roll. Oh, Juckreiz, Mar. Gamer müssen sich auch mal kratzen. Oh, meine Schulter, ey. Was ist schon wieder mit meiner Schulter? Ich hab Urlaub. Wie kann ich da Schulterschmerzen haben? Wie liege ich denn? Ich muss ja pennen wie sonst was. Wie sonst so einen merkwürdigen. So. Ach, dreh dich. Wow, wie viel brauche ich denn noch? Um wieder auf diesen guten Status wie eben zu kommen. Aber wir sind wesentlich besser in der Zeit. Nur er rollt nicht. Er will nicht rollen, so wie ich rollen will. Der rollt gerade mal so gut wie gar nicht manchmal. I am moving. Was zur? Wie geht das denn? Es ist Katamari. Hör endlich auf zu fragen. In anderen Spielen darfst du sowas fragen. Hier nicht. So. Jetzt haben wir den Punkt erreicht. Jetzt sieht das Ganze auch schon viel humaner aus. Zumal jetzt drehen wir uns auch gleich richtig und sammeln hier die ganzen Fleisch, Bananen, Todeswolken ein. Die nämlich sau viel Größe bringen. Zusammen mit den Landstrichen zusammen natürlich. So. Das läuft doch schon viel besser. Katzenwolken, Honigmelonenwolken. Irgendwelche Wüsten. Waren wir in Ägypten gerade? Das sieht mir... Der Amazonas. Der Amazonas? Ist das Ägypten? Wieso hinterfrage ich schon? Ich hinterfrage schon wieder. Ich lern's nicht. Ich hinterfrage dieses Spiel andauernd. So. Aber wenn ich das hinkriege, dann kann ich stolz sein. Dann habe ich nämlich heute zwei... pausierte Projekte, die ziemlich lange pausiert waren, abgeschlossen. Das eine ist zwar abgebrochen, weil es scheiße war. Ja, hallo, was kann ich dafür, wenn das Spiel einfach nicht funktioniert? Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe am Ende sogar diese dummen Strider besiegt irgendwie. Und dann auf einmal meinten diese Freaks da in der Luft stehen zu müssen und immer... alle 5 Sekunden neu spawnen zu müssen aus irgendeinem Grund. Aus dem Nichts auch noch. Ich habe sie ja spawnen sehen. Das ist ja schockierend, wenn man seine Gegner spawnen sieht. Sowas erwarte ich in Team Fortress, dass Gegner spawnen. Ja, okay. Different story, dude. So, jetzt kriegen wir die ganzen Kontinente. Die wir jetzt einfach mal... Ja, Neuseeland, cool.
Wollte ich schon immer mal haben. Weißt du was? Hat so gut wie nichts gebracht. Ich habe es aber auch einmal geschafft, die gesamte Welt blank zu rollen. Sodass nichts mehr übrig war. Außer ich. Da kann man sich so ein Katamari vorstellen wie so ein Pickel auf der Erde. Oh, hier ist was Großes. Hier ist was Großes, was ich haben will. Was ich aber irgendwie nicht bekomme. Irgendwie... Ah! Gut, that run is done. Ich hab so... Wow! An mir klebt so ein ganzer Haufen. Vor allem der Katamari, der kleine Prinz, der schwimmt ja einfach nur. Wow! Stimmt! I'm in space, motherfucking! Ta-ta-ta! Wir sammeln gerade eigentlich nur Sterne ein. Und das Geile ist, wir sammeln sogar die Planeten ein, die wir selbst erschaffen haben. Das ist das Geile. Wir sammeln eigentlich das ein, was wir selber erschaffen haben. Da ist der eine Mars, glaube ich. Da war Saturn. Und da ist der King. Den wir auch einsammeln können, by the way. Ah, Panorama Solar. Dings, Eclipse, Gedöns. Moment, 10.000. Ich habe jetzt schon 100.000 Kilometer. Ja, wie man einfach hier durchfetzt und Sterne einsammelt, das ist krank. Aber geil. Und ich glaube, man kann das Ganze auch... läuft die Zeit eigentlich noch? Wow. Such bigness. Geh weg. Wow. Da auch hier noch so ein Stern, den wir erschaffen haben. Also die Zeit läuft nochmal weiter, aber wir könnten den König schon locker einsammeln. Möchte ich nur nicht. Ich möchte einen neuen super Todesrekord aufstellen. Weil jeder Stern, den wir einsammeln, der bringt ja Größe, wie ihr seht. Da ist sogar noch ein Cousin gewesen. Shooting Star. Wow. Ich ziehe das so lange hinaus, wie ich kann. Aber okay, ja gut. Wow, a kind of magic! Mind blow! Mindscaped! Our mind is so clean we could eat of it all! Wow! Oh. Wow, die Aufnahmesession geht echt schon gleich 2 Stunden. Kranker Scheiß. Wow, sogar der Saturn, wie der aussieht! Alter! 100. Sehr gut. Eine King-Fresse. Burger King 2. Ein BH, so wie es aussieht. Irgendwas. Irgendein tanzender Schwuchtel-Heini. Noch so ein Ding. Irgendwas. Big Bang Super Giant. At last, the king is back in the building. The royals rejoice, but Robo King is redundant. His own heart goes bitter, batter, baddie. Cosmic dings, Robo King swells.
Roaring smells und smells. With cosmic steerboarding and swells. Ja, hä? Immer noch dieselben Untertitel? Ich mach das schon. Ich mach das. Warum nicht? Ich mag das. So. Und jetzt gehen wir auch in die letzte Mission. Und dann ist das Ganze auch beendet. Hätte ich heute echt zwei Projekte aus meiner Pause abgehakt. Farewell. Roll up RoboKings Reactor Core to make a planet. Quick, stamp the memory of Socket. Socket. Kauft euch das Spiel, lest diese total random Sachen selber. Not a waste of space. Ja. So funktioniert der Ganze eigentlich. Eigentlich müssen wir ihn komplett aufnehmen. Eigentlich ganz cool. Zumal... Ja, er ist komplett aufnehmbar irgendwo. Na, komm, komm. So. Warum geht es auch hier auch noch irgendwie ein Secret sein oder so? Irgendwie was für 100% Läufer angeht. Also wer hier irgendwie was 100%-mäßiges suchen muss, irgendwie... Oh, ich weiß das nicht mehr. Was muss man da machen? Fuck. Mal hier rüber. Für den Hasen und dem Geschenk. Was mich mittlerweile schon gar nicht mehr wundert, nein. Das wundert mich nicht, nein. Warum sollte es? Es hat aufgehört, mich zu wundern. Ich hinterfrage es nicht mehr. Aber ich komme da nicht hoch gerade, das nervt. Roll in dein Gesicht, ich hab deine Nase! Oh Scheiße, ich hab eine Nase! Das ist unmenschlich, dass ich eine Nase hab. Das gehört sich doch nicht. Ich glaube, ich mach das gerade ganz schlecht. Irgendwie. So. Hä? Man kann den Roboter King auch ganz aufrollen, soweit ich weiß. Aber... Scheiße. Wie ging das Ganze nochmal? I cannot remember. Da war noch ein Herz. Also entweder wird das jetzt eine ganz knappe Geschichte oder ich pack's nicht. Oh. Ach so. Ach so, ich krieg dann immer wieder Zeit. Ach genau. Scheiße. So funktioniert das nicht wie geplant. Vor allem irgendwie... Muss ich immer die Herzen einsammeln? Kommen da immer neue? Da! Da fliegt's! In seiner Krone ist ein Geschenk. Blau. Wow, okay.
Mit was ist der gefüllt alles? Gott. Ja, komm, beenden wir es. Get it all? Nö, nicht wirklich. Ich will es beendet haben, das ist es. Marnamar. Squadla. Sieht ein bisschen doof aus, ich weiß. Ich hab gedacht, das interessiert dich nicht. Von daher... 3 Punkte. Fick dich doch ins Knie. Da ein X. Out of Fuel Planet. And so returned Harmony and Concord Hand and Fabulous Hand. Another royal save of the great cosmos. But the king has been so long asleep that his cup of dreams is full and oops spilling over. Visions of them now and forever and ever. A fabulous flute, a royal romantic gutterbetete, cosmic confetti of the carnival of carnivals. Danke, ich hasse Credits, wie ihr wisst. Nanu? Eigentlich waren das jetzt die Credits, was habe ich denn jetzt vergessen? Ach genau, das kleine Zusatzlevel. Das ist jetzt das richtige Level, zumal ich eben auch vergessen habe. Gut, dass ich das Level noch vergessen habe. Denn jetzt kommt ein Level, ja, wer hier, man muss einfach nur seine gesamten Träume aufsammeln. Und das ist wirklich so das letzte Level. Man hat 1 Minute einfach mal hier durch die Gegend zu ballern und alles einzusammeln, was er hat. Und jetzt kann ich es nochmal sagen, der Spruch, den ich mir die ganze Zeit verkniffen habe in diesem Let's Play. They see me rolling, they hating. The rolling and dry that keeps me riding. Das, im Grunde, jeder hätte drauf kommen können. Aber ich hab's mir verkniffen. Wir haben sogar ein Ziel? LOL? Ist 300 Träume, ja, das ist no big deal. Ich glaube, wenn du die anderen Level geschafft hast, dann ist das hier Pillepalle. Na, 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 na. Und geschafft, ja. Das ist so nochmal diese kleine Belohnung, das Ding, was du nicht verkacken kannst irgendwo. Oh, da ist noch ein Kasar. Wow. Das ist nur so vorlevel schneller. Da ist noch so einer. Nein, so knapp. Ach, egal. You got your dreams back. You can die now. So please, do this. Wie der aussieht. Das ist einfach ein Mischmasch aus nichts. Ja. Regenbogen-Kopfhörer. Das wäre was für Make. Ich habe den anderen Cousin auch nicht bekommen. Fällt mir damit auf. Easter Egg Planet. Object Rolls 3356.
Ja. Boah, 1.700.000 irgendwas 1000 Kilometer. Katamari Forever. Heavy Metal. There you are, just in time for the ending. But aren't you forgetting something? Yes, you are, because someone can't jump. The prince was low jump power this time. What could hop over with those junior jumps? So now the prince, you go practice your jumps during the ending. Ja, das ist nochmal so ein kleines Minigame, sagen wir mal. Ganz lustig. Ich werde gar nichts sagen. Ich glaube, ich belasse es jetzt einfach bei dem, wie es ist. Ich kann nur noch sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Let's Play Katamari Forever für die PS3. Ich kann es euch nur empfehlen. Bei Amazon gibt es da zu holen. Kostet gar nicht mal so viel, glaube ich. Ich kann es jedem empfehlen. Macht echt Spaß. Hat auch einen Koop-Modus. Also man kann es auch mit Freunden spielen. Und ist ein kleiner Geheimtipp. Was ich euch jetzt sagen kann, genießt die Musik, genießt euer Leben und schlaft schön. Bis zum nächsten Mal, euer Shadow Soul 1305. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Ja, eine Sache möchte ich dann doch noch sagen. Für diejenigen, die so cool waren und jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Ich übernehme keine Verantwortung dafür, wenn ihr Hirnzellen verloren habt durch dieses Spiel. Dafür übernehme ich wederlei Haftung noch Sonstiges. Jetzt aber wirklich. Das Ganze ist vorbei. Hiernach kommt nichts mehr. Ihr könnt abschalten. Ihr habt das meiste gesehen. Beziehungsweise... Ihr habt euch das meiste angetan. Ihr habt noch Hirn. Wenn ihr noch Hirn habt, schätzt euch glücklich. Soll welche geben, so wie mich, die ihr komplettes Hirn dabei verzockt haben. Oh. Die Typen haben auch nebenbei Soul Calibur gemacht. Nur mal so nebenbei.